Nach einem Erdbeben auf der indonesischen Insel Java steigt die Zahl der Toten auf inzwischen mindestens 56. Etwa 700 Menschen werden nach Angaben des Gemeindechefs der besonders betroffenen Stadt Cianjur vermisst. Viele Verletzte können offenbar nicht angemessen behandelt werden, da es an Personal fehlt. Zudem sind einige Regionen nach Erdrutschen nicht erreichbar. Das Beben hatte sich zur Mittagszeit etwa 70 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Jakarta ereignet. Ja, fragen wir nach bei Marie von Malingkroth. Sie beobachtet die Lage für uns aus Peking. Also die Region Cianjur im Westen Javas ist betroffen. Was hören Sie im Moment von dort? Ja, alles, was wir wissen, dass sich die Zahl der Toten auf mindestens 56 erhöht hat. Das teilte ein Behördenchef der am stärksten betroffenen Stadt Cianjur auf Westjava den örtlichen Medien mit. Es wurden 700 Menschen demnach verletzt. Einige Gebiete sind wegen Erdrutschen nicht zu erreichen, so heißt es auch. Und ja, das Beben mit einer Stärke von 5,6 hat sich zur örtlichen Mittagszeit ereignet. Und nicht unweit eben von Cianjur lag auch das Epizentrum. Gab es denn eine Warnung oder wurden die Menschen überrascht? Also, was ich auf jeden Fall weiß, dass es jetzt eine Warnung gibt vor weiteren Nachbeben. Die nationale Meteorologiebehörde hat eben davor gewarnt und hat den Menschen, die in der am stärksten betroffenen Region sind, eben auch angeraten, zunächst vorerst im Freien zu bleiben. Indonesien ist ja immer wieder von Erdbeben betroffen. Was ist dafür nochmal die Ursache? Naja, Indonesien liegt auf dem pazifischen Feuerring. Das ist die geologisch aktivste Zone der Erde. Und wegen tektonischer Verschiebungen kommt es eben auch häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Im Februar gab es auf der Insel Sumatra ein Beben mit mehreren Toten und 100 Verletzten. Danke, Marie von Malingkroth, für diese Einschätzung nach Peking.